Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Saint-Freud Tales of Werewolves mit mir in Restro. Wir sind hier bei Part 3 angekommen, der dritten Nacht dieses Let's Plays. Insofern schauen wir uns mal das Intro dazu an. Kapitel 3: Resentment und Damnation. Action Points. It costs action points every time you place a trap. The amount of action points a trap costs to place is shown in the trap info, which appears when leaving your cursor over the icon. Some traps also cost money. To remove a trap, click on the trap removal tool, then select the trap. To remove all your traps, click on the Remove All tool, then Confirm. Traps disappear after one night, except those that cost money, which stay until used. Okay, und ein weiteres Tutorial, das wir uns auch anschauen können. Bonfires. To light a bonfire, press E while close by. If you're standing near a lit bonfire, it will significantly increase your fear factor. If you move too far away, you lose the bonus. This icon shows how much time is left before the bonfire goes out. Okay, und jeden Tag gibt es anscheinend auch neue Wege, weswegen wir immer mehr Probleme haben werden. Und es gibt natürlich Hints. Und wir können hier logischerweise auch noch unsere Kamera drehen und bäh und alles Mögliche machen, brauchen wir allerdings nicht. Wir sehen, es kommt in Welle 1 ein Werwolf und zwei Wölfe. Und in Welle 2 kommen zwei Grand Wolves und vier Wolves. Das heißt, bei Welle 2 sehen wir, die gehen hier direkt rein. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich irgendwas, um die möglichst schnell abzufangen. Die hier unten gehen diesen kurzen Weg hier. Da können wir theoretisch relativ gut Traps in den Weg legen. Es sind vier Stück, allerdings vier von diesen Traps zu placen kostet verdammt viel. Wir haben nicht mehr wirklich viel Geld übrig. Aber für den Fall das hätten wir jetzt tatsächlich für alle Wölfe einmal so etwas gelegt. Bonfires kosten uns nichts und Hanging Nets kosten uns nicht, weswegen sie nach dem ersten Mal tatsächlich weggehen würden. Wir brauchen vielleicht noch hier einen und hier einen, um diese zwei Wölfe abzufangen. Und für Welle 2, das war Welle 2, für Welle 1 haben wir den Typen hier und die hier oben. Die hier oben wollen zu unserem Baron, das wollen wir natürlich auch verhindern. Es sind normale Wölfe. Das heißt, wir legen denen hier eine und hier eine Trap in den Weg. Und dieser nette Typ hier geht eben hier rum. Das heißt, wir haben hier noch ein Hanging Net, das wir hier hinlegen. Und werden praktisch ganz am Anfang hier runter, um den Wolf abzuschießen. Und dann werden wir hier hochsprinten, um die Wölfe abzufangen. Gut. Soweit die Strategie für die Nacht. Ja, schauen wir mal, ob es klappen wird. Wir kriegen anscheinend ein neues Menü, das Charaktermenü. Okay, wir können also hier uns erstmal austoben. Hier ist unser aktives Zeug, was wir dabei haben, und das hier haben wir praktisch irgendwo bei uns rumliegen. Und wir haben Skill Points.
Okay. Das ist praktisch, wir machen mehr Schaden, wenn wir geraged sind. Wir machen mehr Damage mit unseren Rifeln. Wir. Oh, after you kill an enemy in melee combat, you heal for 2% of your maximum hit points. Das klingt so nach dem Motto, wir töten was und heilen ein bisschen. Das ist relativ brauchbar. Your wolf traps halt the beasts, including werewolves, for 10 seconds. Das klingt natürlich auch recht gut. Und das hier 20 Sekunden länger, statt 40 Sekunden eine Minute. Bonfires ist auch recht nett. Was gibt's denn sonst noch so? Shout refreshes. Decreasing the cooldown to 3 minutes. Also unser Shout hat anscheinend normalerweise 3 Minuten 30 an Cooldown und hier oben hat er dann insgesamt 2 Minuten 30 Cooldown nur noch. Scheint, als würde ich erstmal Bloodthirst nehmen. Increase your maximum hit points by 25 und 4% Heal und nochmal 25%. Was haben wir hier drüben? Baiting. Wir haben also dann Köder und so. Okay, Bloodthirst. Confirm. Einmal gespendet, können wir die nicht mehr zurücknehmen. Insofern ist es wichtig, dass man sich vorher überlegt, was man genau machen wird. Und hier starten wir dann die Nacht. My wolves found them, all three of them. They've cornered them in a cabin east of the village. Now, you have to sign this document for me. What? By signing this, you're giving me custody to all the souls of the villagers. When night falls, they will possess the beasts of the forest and transform them into werewolves that will carry out all of our orders. Out of the question. Fine. I signed under duress. I will never consent to your vile demands. Quiet, you whiner, and think of the pleasures you'll enjoy when our werewolves bring you back to the woman you desire. Also, how would you like to be appointed a cardinal in Rome? Rome? You said Rome? That is my fondest dream. War ja klar. Also der Priester der Kirche scheint, ja, einen Pakt mit dem Teufel zu begehen, damit noch mehr Werwölfe kommen. Okay, wir haben also gesagt, dass wir zuerst die Hinter wollen, um den Wolf. Ah, wir können also die Map mit Tab aufrufen. Und wenn der Wolf drunter ist, wollen wir das Ding abschießen. Und damit haben wir den Wolf getötet und können zu den anderen beiden, die hoffentlich an den Traps sterben. Der erste ist gestorben, der zweite ist gestorben. Nun wollen wir schnell mal unsere Waffe nachladen. Und damit haben wir sie nachgeladen und hier kommen Survive the Night die zwei anderen Wölfe raus. Warum sind die da unten früher dran? Oh, da haben wir. Und wie ihr seht, unsere Fallen haben tatsächlich die Wölfe an dem Weg da unten getötet. Das heißt, wir haben auch diese Nacht hinter uns gebracht. Insofern kriegen wir jetzt anscheinend auch die Stadt dazu. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal.